Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Bonn Thüringen 2. Ich versuche gerade meinen Verkaufspunkt zu optimieren, den Bereich des Abladens etwas höher zu setzen. In der Hoffnung, dass der Verkauf besser klappt. Beim Segelhäppchen gemacht. Beim Verkaufspunkt wird es nicht so ganz so klappen. Mal sehen, man reicht das schon aus. Ja, viel Spaß. Was machst du gerade heute? Noch? Ich werde Holz verkaufen. Nein. Dass ein bisschen Geld in die Kassen kommt. Musst du zu mir bringen. Aber mein Lager ist eh voll, also passt kein Platz. Na, ich werde jetzt ein bisschen noch Bretter zum Palettenwerk fahren und dann hier gleich die Balken. Verpackung. Und dann würde ich gleich mal die Balken verkaufen. Das Sägewerk macht nämlich Überstunden. Und da muss ich Gas geben. Also wir haben heute im Prinzip 2 Tage geschafft. Und nicht schlecht, ne? Das ist gut, ja? Das heißt, der Winter kommt näher. Der viel Schnee. Dann können wir Schlitten fahren nachher. So, mal schauen, das klappt. Dann habe ich ein bisschen höher gemacht. Und hoffe ja, dass es entsprechend dafür eigenes. Ja, ein bisschen Angleich muss ich noch ein bisschen. Aber vom Zeit kommt Rad. So. Ja. Ein auf jeden Fall. Kann natürlich sein, dass die anderen 2 Decks sind. Mal aufladen. Das funktioniert. So, jetzt fahrt mal ein bisschen anders rein. Wieder so wie vorhin. So rückwärts rein, dass alle im Bereich sind, wo sie angenommen werden. Haben wir eine Sorge weniger und dann können wir dann näher die Paletten noch verkaufen. So geht's auf. Müssen wir halt nur auf die anderen abschirmen. Die 2 haben geklappt und 2 wollen nicht. Ah, da kann ich auch durch. So. Naja, besser wie vorhin, ne? Ein bisschen Berg und Tal, aber ein bisschen korrigieren. Zum Paletten abholen. Das sieht gut aus. Dann können wir heute Nacht noch ein bisschen Geld verdienen. So. Stunde der Wahrheit.
Ja, das. Das höher klappt auf jeden Fall. Zwar nicht überall, aber teilweise. Aber immerhin. Also, es kann auch noch ein höher. Ja, da muss ich nochmal ein Forum anschreiben, dass diese Punkte etwas zu tief sind. So, LKW ran und die Balken versorgen. Ist denn mein LKW? Oh, ich habe gerade jemanden fahren sehen hier. Oh, der hinten. Das war der blaue Blitz oder was? Ich war zu schnell. Kommt mir sehen, was du gemacht hast. Verkaufst du Holz? Jo. Mein Holz? Ja, also teilweise. Achso. Also passt. Von mir ist auch was dabei. Ah, die oberen beiden, ne? Der Rest ist ja. Ne? Gut getan, ja. Gut getan, ne? Muss ich die mal nebenbei aufs Gleis legen und festbinden. Ab und zu kommt man Zug vorbeigefahren. Oder mit Steinen im Teich werfen und die Unschuldigen, die gehen unter und saufen ab. Die Schuldigen werden auftauchen. Mein Holz. Das ist so cool, das ist nicht mein Holz. Ich habe langes Holz. Ja, die langen habe ich drunter versteckt. Ach so. Ich habe hier noch ein bisschen Spezialcreme. Und das Kinn reiben. Den brauchst du nicht mehr rasieren. Oh, jetzt bin ich gerade mächtig. Beinahe wäre ich über den Haufen gefahren. Das wird schon Nacht, ne? Wird dunkel, ne? Ungünstig, ne? 22:40 Uhr. Ja. Ich hätte doch die Norwegen-Karte nehmen sollen. Dann wäre es hell geblieben. Ist halt dann im Winter ist halt die Scheiße, ne? Ich weiß gar nicht, ob es eine Norwegen-Karte gibt. Das ist einfach mal so gesagt. Früher gab es mal eine Schweden-Karte. Aber stimmt schon, du hast ja im Prinzip im Norden länger hell, ne? Im Sommer. Naja, im Winter hast du halt mehr frei, ne? Da stützt du halt Kerzenbäume oder sowas. Oder Weihnachtsbäume aus Holz. Die Bauern haben sich früher auch beschäftigt, irgendwie.
So. Das lässt bei dir gewaltig nach, du. Schon wieder alles weggefahren. Jetzt muss ich nur suchen, ob ich irgendwo Holz finde. Das Behelfsfass gehen 200 Liter rein. Um Hof. Du kannst schon mal fahren, ne? Mal holen, vorbeibringen. Auf dein Lager. Dünger geht auch. Ich nehme alles kostenlos. Ich will die Sprache schlagen. Nein, ich muss kurz Nachdenken. noch denken. Also Stromstege sollen leicht helfen, ne? Also so ab 220 Volt ist sehr belebend. Also mach nicht mit der Zunge eine Steckdose zum Beispiel, das ist ungesund. Zu dicht am Gehirn. Mein Silo ist leer, kannst du mal reinfahren. Kannst du ein bisschen Gras herbringen? Wollte eigentlich was auslagern. Ach, die Habe Gülle. selber nichts. Die Gülle zu mir bringen wollen Sie ja. Ach so. Ich habe 12.000. Oh. Das lohnt sich ja was gar nicht. 12.000 Liter Gülle. Ja, das lohnt sich was gar nicht zu fahren. Ich lasse den stehen. Da fahre ich morgen. Ich brauche mehr Kühe. So, mal schnell zum Dings fahren, die Balken umlagern und dann hier gleich mal. Brrr, wollte ich machen? Ach so, den dort aufheben. Werd hier gebaut. Na, jetzt im Dunkeln so ungünstig Terraforming machen. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.